Hallo, ich bin Grimdor. Ich spiele zurzeit die ganzen ungespielten Spiele in meiner Steam-Bibliothek, weil ich wissen will, ob da welche dabei sind, die auch was taugen und die ich vielleicht noch nachholen sollte. Und heute bin ich auf das hier gestoßen, Neon Drive. Ein Spiel irgendwo zwischen ja, Rhythmusspiel oder Musikspiel und Runner, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist in diesem Fall die richtige Bezeichnung, auch wenn man nicht rennt, sondern fährt. Naja, jedenfalls, ich habe schon eine ganze Weile reingespielt, ein paar Stunden, vielleicht so zwei, drei, und ich habe das Spiel bereits durchgespielt, also es ist kein wahnsinnig langes Spiel, sonst hätte ich es nicht in so kurzer Zeit geschafft. Ich glaube, 3 Stunden waren es, ja, vielleicht waren es sogar ein bisschen mehr, aber so um den Dreh rum. Also jedenfalls war es kurz genug, um da schneller durch zu sein, als mir lieb war fast, wobei ich hatte dann auch einige sehr frustrierende Stellen. Ich gehe jetzt einfach mal ins Spiel rein und zeige euch ja den zweiten Level von insgesamt 7. Und ihr seht schon, was wir machen müssen. Wir haben hier 4 Spuren und wir weichen mit unserem Auto hin und her aus, im Einklang mit dem Rhythmus, zumindest mehr oder weniger. Es gibt manchmal so ein paar Stellen im Spiel, wo ich mir denke, das passt jetzt nicht so ganz, was wir machen müssen, passt nicht so ganz zu der Hintergrundmusik. Aber im Wesentlichen, wenn man auf die Musik hört und das mal so ein bisschen im Blut hat, den Rhythmus, wenn man sich den so ein bisschen eingeprägt hat, dann kommt man wirklich sehr viel besser durch die Levels. Also das hat schon seinen Sinn, hier auf die Musik zu hören. Ich muss mich jetzt natürlich ein bisschen konzentrieren, während ich hier spreche, weil das ist kein einfaches Spiel. Wie gesagt, ich hatte da schon so ein paar Frustmomente, auch wenn ich jetzt in, ich glaube, es waren tatsächlich nur 3 Stunden oder so, da durch bin. Ein leichtes Spiel ist es nicht. Es gibt sogar eine Reihe von, ja, okay. Es gibt sogar eine Reihe von Steam-Nutzern, die sich in Reviews beschwert hat, dass in das Spiel viel zu schwer sei. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Wie gesagt, ich habe es in wenigen Stunden durchgeschafft. Und ja, okay, jetzt mache ich leider keine sehr gute Figur. Also ihr seht, einen Fehler dürfen wir hier machen. Einmal dürfen wir in so ein Hindernis reinkommen. Und dann verlangsamt das Spiel nur so kurz und wir sind kurzzeitig unverwundbar. Aber beim zweiten Fehler dann ist Game Over. Und wir fangen den Level wieder von vorn an, beziehungsweise vom letzten Checkpoint. Da gibt es auch immer wieder ein paar Checkpoints in den Levels, meistens so zwei Checkpoints. Irgendwie so nach einem Drittel und dann nochmal nach 2 Dritteln oder so ungefähr. Das ist von Level zu Level ein bisschen verschieden. Ja, jetzt komme ich besser rein. Ich glaube, jetzt sollte es möglich sein, den ersten Checkpoint zu erreichen. Komm schon. Komm schon. Jetzt nur mich aus der Ruhe bringen lassen, immer schön im Pakt. Ja, da seht ihr Checkpoint. Gut. Mal schauen, was jetzt kommt. Das Spiel lässt sich da auch immer noch so ein bisschen was einfallen. Und da habe ich es gleich versorgt. Oh, und gleich wieder den ersten Fehler gemacht. Gleich ganz am Anfang. Das ist natürlich kein guter Einstieg. Also ihr seht, das Spiel lässt sich ein bisschen was einfallen, um das aufzupeppen. Die meiste Zeit ist es so, wie das, was wir gerade eben gesehen haben, dass man einfach nur so 4 Spuren hat und da hin und her wechseln und den Hindernissen ausweichen muss, aber in fast jedem Level gibt es dann noch irgendwas, was sich ein bisschen davon abhebt. Das hier ist jetzt schon mal was, aber gibt es noch sehr viel ausgefallenere Ideen als jetzt das hier, wo wir einfach nur einen sehr schmalen Weg entlang fahren müssen. Und im Grunde ist das hier ja nicht wirklich was anderes, als das mit den Hindernissen vorhin ist. Nur ist halt jetzt das Hindernis in das Wasser, mehr oder weniger. Aber kommen noch sehr viele ausgefallenere Dinge. Ich hoffe, ich komme weit genug, um euch die zu zeigen. Ja, ich hatte kürzlich schon mal ein Rhythmusspiel auf diesem Kanal getestet, und zwar eins, das sehr, sehr beliebt war, nämlich 140 oder 140 oder 140. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Das wusste ich damals nicht und weiß es auch jetzt nicht. Jedenfalls war das ein Spiel, das sehr, sehr positiv bei der Steam-Community angekommen ist, mit, ich glaube, 94% positiven Reviews. Aha! Ich habe den Level tatsächlich geschafft. Das war jetzt noch sehr viel schneller als beim ersten Mal. Also beim ersten Mal hatte ich da viele, viele Fehlversuche. Aber jetzt, wenn man da erstmal drin ist, den Level auch so ein bisschen kennt, dann ist es natürlich gleich viel einfacher. Und ich kannte natürlich nicht nur den Level, sondern auch die Musik und hatte den Rhythmus dann schon so ein bisschen drauf. Insofern war das jetzt gar nicht mal mehr so problematisch. Gut, es war auch nur der zweite Level, aber das Spiel ist eigentlich von Anfang an recht fordernd. Schauen wir mal, ob ich beim dritten auch noch so gut abschneide. Okay, bei 140, das war ein sehr beliebtes Spiel bei der Steam-Community, 94% positive Reviews, aber ich mochte es nicht so gern, weil
es ist dann doch sehr anstrengend hier. Also ich rede jetzt von diesem Spiel hier, dieses Spiel hier ist sehr anstrengend. 140 war auch sehr anstrengend, aber das hat, finde ich, als Rhythmusspiel nicht so wahnsinnig gut funktioniert, weil es, ja, ich meine, es hatte quasi alle 10 Sekunden einen Checkpoint und die hat man auch gebraucht, weil das Spiel so schwer war. Aber dann wurde das Spiel dadurch halt total fragmentiert, total in winzig kleine Stücke zerteilt. Und man konnte eigentlich nie wirklich die Musik genießen und mal wirklich ein ganzes Stück am Stück spielen. Und dann, wenn sich kein Spielfluss einstellt, dann stellt sich eben auch nicht dieses Gefühl ein, sich wirklich im Einklang mit der Musik durch den Level zu bewegen. Und jetzt, oh, Mist, da habe ich jetzt einfach den falschen Weg gewählt. Wenn ich jetzt nach links gefahren wäre, dann wäre ich durchgekommen und ich glaube, gleich dahinter wäre der Checkpoint gekommen. Dumm gelaufen, aber vielleicht schaffen wir das noch. Ja, wie gesagt, wenn man dann das Spiel in so kleine Häppchen zerteilt, dann stellt sich dieses Gefühl nicht ein, sich wirklich im Einklang. Oh Mist, was mache ich denn? Das war ja völlig unnötig. Okay, bringe ich den Satz jetzt noch zu Ende. Stellt sich das Gefühl nicht ein, sich im Einklang mit der Musik durch den Level zu bewegen. Und dass 140 so viele positive Reviews bekommen hat, kann ich mir im Grunde nur so erklären, dass viele Leute eben auf schwere Plattformen stehen und 140 war eben eine Mischung aus Rhythmusspiel und sehr, sehr schweren 2D-Plattformer. Wenn man darauf steht, dann mag das Spiel schon was taugen, aber als Rhythmusspiel, finde ich, hat das nicht so viel getaugt. Das hier finde ich da als Rhythmusspiel sehr viel besser. Ich weiß nicht, ob ähnlich viele Leute was mit diesem Spielprinzip hier anfangen können, mit diesem Wechseln durch gerade mal 4 Spuren. Könnte mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist, aber als Rhythmusspiel funktioniert das hier wirklich sehr, sehr viel besser. Wie gesagt, ich habe nicht immer hundertprozentig das Gefühl, im Einklang mit der Musik da zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich oft irgendwie Dinge machen muss, die dann nicht so ganz zur Musik passen. Aber die meiste Zeit über passt das recht gut und vor allem habe ich eben einen Spielfluss. Ihr seht ja die Abschnitte, die ich da am Stück spielen muss und spielen darf. Die sind hier sehr viel länger, auch nicht wahnsinnig lang. Und wie gesagt, es gibt dann schon auch wieder Checkpoints, aber es ist lang genug, um dann in so einen Spielfluss reinzukommen. Und also man hat nicht nur die Möglichkeit, in so einen Spielfluss reinzukommen, sondern idealerweise tut man das auch. Idealerweise hat man irgendwann den Rhythmus drin und dann ist es plötzlich, was einem am Anfang vielleicht ziemlich unmöglich vorkommt, plötzlich überhaupt nicht mehr so schwer. Dieser Abschnitt hier, den finde ich allerdings ziemlich schwer. Ja, also einfach nur im Einklang mit dem Rhythmus zu sein, reicht dann trotzdem auch nicht immer aus, sondern man muss manchmal dann auch so ein bisschen den Level lernen. 94%, da war ich jetzt wirklich ganz, ganz knapp davor. Ja, man muss manchmal auch so ein bisschen den Level lernen und herausfinden, wo die Lücken dann sind, wo die besten Stellen sind, wo man am besten vorgeht. Aber es kommt eben beides zusammen. Also man hört auf die Musik und lernt den Level kennen. Eins von beiden reicht nicht. Und dann braucht man natürlich immer noch gute Reaktionszeiten. Wobei, wenn man den Level mal gut genug gelernt hat, dann kann man auch mit nicht ganz so schnellen Reaktionen durchkommen. Ich bin ja, wie gesagt, auch durchgekommen. Obwohl ich jetzt... Ah, okay, das war nicht so gut. Das war nicht so gut, aber ich bin, glaube ich, immer noch besser, als ich beim letzten Mal war, als ich den Level hier gespielt habe. Also ich habe für die meisten Levels hier wirklich sehr, sehr viele Versuche gebraucht. Für die ersten paar hier vielleicht noch nicht ganz so viele, aber für die späteren Levels dann tatsächlich bin ich, glaube ich, mehr als 100 Mal teilweise gestorben. Oder ich weiß nicht, ob man hier von Sterben sprechen kann. Ja, auf jeden Fall 100 Mal gescheitert. Was aber in diesem Spiel jetzt nicht so wahnsinnig schlimm ist, weil man scheitert ja oft schon sehr, sehr schnell. Und man verliert ja auch nicht gleich alles, wenn man scheitert, dadurch, dass es Checkpoints hat. Aber es gab schon ein paar wirklich frustrierend schwere Stellen. Insofern kann ich schon auch nachvollziehen, dass es da den einen oder anderen Steam-Nutzer gab, dem dieses Spiel hier zu schwer war. Ich finde aber nicht, dass es wirklich, wirklich zu schwer ist. Ich glaube, für die meisten Leute sollte das nicht zu schwer sein. Und wie ihr gerade eben gesehen habt, ich habe jetzt sogar den dritten Level auch noch geschafft. Ich schlage mich hier besser, als ich eigentlich erwartet hatte, muss ich sagen. Ja, und sonst, was gibt es über das Spiel noch zu sagen? Die Musik finde ich ziemlich gelungen.
Ist natürlich auch wie bei 140 oder wie bei den meisten Rhythmusspielen so ein bisschen minimalistisch, also nicht allzu aufwendig, nicht mehrstimmig oder so, was es ja auch nicht sein sollte, weil man soll ja genau auf den Rhythmus hören können. Und da bringt es natürlich nichts, wenn sich dann irgendwie fünf Stimmen überlagern. Das wäre kontraproduktiv für so ein Spiel. Die Stücke gehen gut ins Ohr, sind auch recht verschieden von Level zu Level, das solltet ihr jetzt eigentlich schon gehört haben. Und die Präsentation finde ich auch ziemlich gut. Es ist ebenfalls wie bei vielen solchen Spielen minimalistisch gehalten. Auch das hat seinen Sinn, man soll sich nicht ablenken lassen von dem, was man tut und von dem, was man hört. Bei solchen Spielen ist die Optik ja eigentlich eher zweitrangig, aber das ist trotzdem gut präsentiert, würde ich sagen. Es hat eben diesen Neon-Look, den er sich ausgesucht hat und auch in den Namen aufgenommen hat. Und den setzt es sehr konsequent um und sehr gut um. Ja, was ich hoffe, ist, dass wir noch so ein paar von diesen etwas ausgefalleneren Einfällen sehen werden, falls ich hier noch mal ein bisschen weiterkomme durch diesen jetzt schon ein bisschen schwereren Level. Das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen was sehen, denn die Entwickler lassen sich da wirklich... Ah, Mist. Lassen sich da wirklich eine Menge einfallen. Bin ich jetzt bei einem Checkpoint angekommen? Nee, noch nicht, oder? Ah, komm schon, Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Jetzt müsste aber einer kommen, oder? Ja, Checkpoint. Gott sei Dank. Und da bin ich auch schon... Bin ich auch schon gestorben, ja. Das war keine Sekunde zu früh. Schlage ich mich jetzt nicht ganz so... Nee, das war jetzt nicht so toll. Ja, wäre schön, wenn wir das noch sehen würden. Also so ein bisschen was haben wir schon gesehen, aber da gibt es noch Ausgefalleneres als das, was wir bislang gesehen haben. Also es ist ganz schön, dass sich die Entwickler da wirklich noch ein bisschen was haben einfallen lassen, weil sonst wäre es auch, wenn es sowieso nur 7 Levels sind, wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit nur das hier wäre, nur diese 4 Spuren, auf denen wir ausweichen müssen, dann wäre es vielleicht doch ein bisschen zu monoton. Aber die Entwickler haben da wirklich immer wieder überraschende Einfälle. Und dann spielt man das Spiel schon deshalb weiter, weil man sehen will, was sie sich noch so einfallen lassen. Auch dann, wenn man ab und zu mal ein bisschen frustriert ist. Und noch ein Checkpoint, Gott sei Dank. Mal schauen, was jetzt kommt. Ich habe es nicht mehr so im Gedächtnis, obwohl ich das ja schon mal gespielt habe. Ah, okay. Okay, das ist jetzt so ein bisschen Shoot'em up. Eigentlich kein schwieriges Wort. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt so lange gebraucht habe, um das irgendwie rauszubringen. Shoot'em up. Okay. Ja, Asteroids. Okay, das ist jetzt auch noch nicht der beste Einfall, ehrlich gesagt, aber ihr seht, das ist schon mal nochmal deutlich was anderes als das, was wir gerade eben gespielt haben. Wobei ich, also die Sektion finde ich jetzt insofern nicht so toll, weil ich jetzt hier gerade nicht so das Gefühl habe, dass ich mich wirklich im Einklang mit der Musik bewegen muss, sondern ich muss hier einfach nur möglichst viel hin und her. Okay, gerade eben wollte ich so meinen Geheimtipp ausplaudern und dann bin ich schon gescheitert. Aber ich muss mich hier eigentlich möglichst viel hin und her bewegen, um dann möglichst viele von diesen Stellen hier abzudecken. Also möglichst viele von diesen Lines, von diesen Lanes. Lanes, ja, Lanes ist das richtige Wort. Und das hat jetzt mit Rhythmus nicht so wahnsinnig viel zu tun, auch wenn die Musik im Hintergrund spielt. Trotzdem ist es immer eine gute Auflockerung, da noch irgendwie ein bisschen was anderes drin zu haben. Aber das Spiel hat da noch bessere Ideen als das hier. Ja, also ihr merkt schon, das Spiel gefällt mir insgesamt ziemlich gut. Was zu bemängeln ist, ist vor allem der Umfang, würde ich mal sagen. Ich meine, manchen Leuten wird vielleicht auch das zu simple Spielprinzip sauer aufstoßen, aber ich meine, das Spiel ist eben, was es ist und macht da auch keinen Hehl draus. Es ist nun mal ein sehr minimalistisches Rhythmusspiel und ein Runner, bei dem man einfach nur Hindernissen ausweicht, wie das für dieses Genre üblich ist. Und ja, also darüber muss man sich im Klaren sein, dass der Spieler auch nicht mehr sein will. Und das, was es da macht, das macht es sehr gut.
Und wie gesagt, hat es da auch noch eine Menge kreativer Einfälle. Also würde ich das jetzt nicht dem Spiel negativ anrechnen, dieses simple Prinzip. Was man ihm negativ anrechnen kann, das ist... diese komische Zeitverzögerung da am Anfang, die hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Und da war gar kein Checkpoint. Verflucht. Okay, was man dem Spiel negativ anrechnen könnte, das wäre der geringe Umfang. Wie gesagt, ich habe da nur wenige Stunden gebraucht, um da durchzuspielen, trotz des hohen Schwierigkeitsgrads und vielen, vielen Wiederholungen, die ich da machen musste, also Wiederholungen ab dem letzten Checkpoint oder ab Levelanfang. Wie ich schon sagte, in den späteren Levels bin ich zum Teil über 100 Mal gestorben. Und trotzdem war das Spiel dann nach wenigen Stunden vorbei. Das ist ein bisschen wenig. Das Spiel kostet auch immerhin 10 Euro. Das ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel Geld. Aber im Indie-Bereich ist das dann schon auch nicht so wenig. Da hätte man durchaus noch ein paar Levels mehr erwarten können. Wenigstens so 10, 12 hätte ich da schon erwartet eigentlich. 7 sind ein bisschen zu wenig, finde ich, für das Geld. Und das wäre jetzt auch nicht so... Also ich will nicht sagen, dass es kein Aufwand wäre, aber sie haben ja die Assets schon. Und klar wäre das dann nochmal ein bisschen mehr Aufwand gewesen, weil, wie gesagt, sie haben in jedem Level noch irgendwie einen ausgefallenen Einfall. Und jeder dieser Einfälle, die ja nochmal eigene Assets benutzen und so weiter, das ist dann natürlich schon nochmal ein ordentlicher Aufwand. Sie wollen jetzt auch keine Müll-Levels basteln, die deutlich schlechter sind als die hier. Also ein bisschen Arbeit wäre da schon verbunden, aber ich denke, das hätte sich gelohnt, da noch ein bisschen mehr zu investieren in den Umfang des Spiels. Dann wären, glaube ich, auch die Reviews nochmal etwas positiver ausgefallen. Sie liegen jetzt bei, ich glaube, 86% positiven Nutzer-Reviews auf Steam, was jetzt ja auch nicht schlecht ist, aber ich glaube, da wäre noch mehr drin gewesen. Oh, das ist jetzt, glaube ich, nochmal eine ganz gute Stelle. Da verwandelt sich unser Auto in so eine Art fünftes Element-Auto. Also ich meine jetzt den Film Fünftes Element mit Bruce Willis, der da in der Zukunft Taxi fährt mit so einem Flugtaxi. Also daran hat mich das jedenfalls erinnert. Weil das ist auch noch nicht die... Ach Mist. Das ist auch noch nicht die beste Stelle im Level. Da später, kann ich mich erinnern, taucht man da mit diesem Auto auch noch so ab und fliegt dann von oben durch die Straßen durch, wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht sehen wir es auch später noch, falls ich diese Sektion hier nochmal irgendwie schaffe, wonach es jetzt gerade nicht aussieht. Wir kommen dann noch langsam zum Ende. Also wie gesagt, außer dem mangelnden Umfang würde ich dem Spiel jetzt nicht allzu viel vorwerfen, ehrlich gesagt. Achso, eins sollte man noch sagen, man kann dann auch noch den Schwierigkeitsgrad höher drehen. Also ich habe das jetzt nur auf normal durchgeschafft. Ich könnte den Schwierigkeitsgrad höher stellen und hätte dann insofern nochmal ein bisschen Wiederspielwert. Aber das ist natürlich auch nicht dasselbe wie noch ein paar bessere Levels oder so. Das heißt bessere, noch ein paar andere Levels mit noch mehr Einfällen. Das wäre natürlich besser gewesen als einfach nur noch mehr Schwierigkeitsgrade. Also ja, der Mangel an Umfang ist so ziemlich das Einzige, was ich dem Spiel wirklich vorwerfen würde. Der Rest funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Und mir hat das Spiel auch in diesen wenigen Stunden, die es gedauert hat, eine Menge Spaß gemacht. Hat mich auch ein bisschen Schweiß und, naja, nicht direkt Tränen, aber Flüche gekostet. Aber ich habe sehr gern gespielt, auch sehr gerne durchgespielt. Und insofern würde ich das Spiel trotz des geringen Umfangs zu den guten rechnen. Ich würde es auch weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt für 10 Euro weiterempfehlen würde, aber das braucht man jetzt auch nicht unbedingt für 10 Euro zu kaufen. Das Spiel stammt von 2016 und wie immer auf Steam, wenn die Spiele erstmal so ein paar Jahre alt sind, dann bekommt man sie in den Sales in der Regel sehr, sehr günstig und das hier wird bestimmt auch früher oder später mal wieder sehr, sehr günstig zu haben sein. Also wenn es dann nur noch 5 Euro kostet oder sogar noch weniger, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Zumindest für alle, die eben mit solchen Spielen prinzipiell was anfangen können. Das ist natürlich immer noch Mist. Aber jetzt seht ihr, was ich gemeint habe. Also da taucht man dann so in die Straßen rein. Ja, also man muss natürlich prinzipiell was mit solchen Runnern anfangen können, bei denen man einfach nur Hindernissen ausweicht. Jetzt wieder dasselbe Auto. Oh, Mist. Ja, und man muss natürlich auch was mit Rhythmusspielen anfangen können. Denn sonst wird man hiermit nicht froh. Aber wenn man das kann, dann sollte man das, denke ich, auf jeden Fall mal spielen. So viele großartige Rhythmusspiele gibt es dann auch wieder nicht. Wobei, es gibt eigentlich schon einige. Aber trotzdem, die sind auch meistens nicht so wahnsinnig lang. Da kann man sicherlich das hier auch noch vertragen, wenn man Fan dieses Genres ist. Also ich würde das Spiel weiterempfehlen, wenigstens in einem Sale, wenn schon nicht zum Vollpreis. Und also diesen Level werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr durchschaffen. Das braucht es auch nicht. Wir haben jetzt 3,5 Levels gesehen von 7, also ich habe euch jetzt quasi das halbe Spiel vorgespielt. Ich denke, das müsste reichen, dass ihr jetzt einen guten Eindruck vom Spiel bekommen habt. Also sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss und bis bald, euer Grimdor.